Hallihallo. Ich weiß nicht so richtig, wie ich dieses Video starten soll, weil ich nicht so einen genauen Plan für dieses Video habe. Das Ganze ist eher so ein bisschen ein Experiment, um ehrlich zu sein. Und gerade kriege ich eine Nachricht, die ich nochmal kurz beantworten muss. So, Nachricht ist beantwortet. Ich habe mir Ende des letzten Jahres überlegt, dass ich gerne in diesem Jahr eine Art Videoreihe starten würde. Und zwar so ein bisschen zu dem Überthema Produktivität, Selbstverbesserung, an sich selbst arbeiten, organisierter werden und so weiter und so fort. Ich habe leider noch keinen wirklich festen Titel dafür gefunden. Es soll ein bisschen in die Richtung gehen, Get Shit Done With Me oder Get Organized With Me. Es soll nicht so ein Video sein, wo ich euch einfach nur ein paar Tipps runterlaber und das war's dann. Und dann setzt man das am Ende eh nie um. Sondern ich habe mir überlegt, dass wir sozusagen gemeinsam auf die Reise gehen und uns alle zusammen gemeinsam verbessern sozusagen. Denn ich habe den Eindruck, dass es sehr, sehr viele unserer Zuschauer extrem interessiert und ich bin auch sehr interessiert an dem Thema. Ich bin eigentlich konstant dabei, mich damit auseinanderzusetzen, wo ich mich verbessern kann und wo ja, ich noch Potenzial sehe, dass ich da was verändern, optimieren kann sozusagen. Wir bekommen auch sehr regelmäßig Fragen dazu von unseren Zuschauern. Wir werden super häufig gefragt nach unseren Tipps für mehr Produktivität, wie man alles unter einen Hut bekommt, wie man organisierter wird. Und ich habe mich nie so wirklich in der Position gesehen, darüber Videos zu machen mit Tipps, weil ich immer der Meinung war oder auch bin, dass ich nicht gut genug dafür darin bin, um wirklich jemandem dabei zu helfen. Das liegt einerseits daran, dass ich einen sehr hohen Anspruch an mich selber habe, was das Thema angeht, aber sicherlich auch daran, dass wirklich einfach noch sehr viel Verbesserungspotenzial da ist. Und ich glaube, dass in Videos ist oft alles ein bisschen schöner und einfacher und organisierter und geplanter rüberkommt, als es in Wirklichkeit ist. Ich kann verstehen, dass es oft so wirkt, als hätte ich oder als hätten wir beide irgendwie unser Leben so voll auf der Reihe. Und ich glaube, im Großen und Ganzen ist das auch so. Also ich würde sagen, im Großen und Ganzen kommen wir beide sehr gut klar. Und es läuft auch alles irgendwie. Aber ich weiß halt einfach, dass in vielen Punkten noch Potenzial dafür ist, dass es sich verbessert. Und vor allen Dingen, dass bei mir der Wunsch ganz stark da ist, dass ich das noch verbessere. Aber ich bin halt eben noch nicht an dem Punkt und ich glaube, dass sehr viele von euch oder sehr viele Menschen generell auf der Welt noch nicht an dem Punkt sind, wo sie sagen, ich habe alles in meinem Leben perfekt auf der Reihe, ich bin immer pünktlich, ich bin immer organisiert, ich kriege immer alles hin und ich muss mich nicht mehr verbessern. Also ich dachte mir einfach, dass wir daraus so eine Art gemeinsames Projekt machen könnten, was auf relativ regelmäßiger Basis läuft. Ich habe mir noch nicht genau überlegt, wie das Ganze aussehen soll, beziehungsweise ich habe sehr viel überlegt, aber ich habe noch keine wirkliche Lösung gefunden. Aber ich dachte mir, dass ich jetzt am Anfang erstmal dieses Intro drehe, um euch sozusagen die Idee vorzustellen und vielleicht ein bisschen auch mit euch gemeinsam dann an der Idee zu arbeiten und das Ganze ein bisschen auszufeilen und dann in regelmäßigen Abständen immer wieder Videos in dieser Reihe mache. Und diese Videos könnten immer entweder einfach nur ein Update sein oder sie könnten dann vielleicht tatsächlich konkrete Tipps beinhalten, die ich gelernt habe. Oder sie könnten so eine Art Review sein von Sachen, die ich ausprobiert habe. Oder. Ich bin auch noch nicht sicher, in welchen Abständen ich diese Videos dann machen werde. Ich kann mir vorstellen, das vielleicht so alle 4 bis 8 Wochen ungefähr zu machen. Es hängt alles ein bisschen davon ab, wie viel Interesse ihr daran habt und vor allen Dingen auch, wie der genauere Verlauf dieses Projektes sein wird und wozu ich mich dann in der Lage oder inspiriert fühle und was ich auch sinnvoll finde. Und ja, ich dachte mir so, für den Anfang wäre es vielleicht ganz cool, wenn ich einfach ein bisschen so eure Ideen höre, euer Feedback ein bisschen einsammle. Ich stelle mir das so vor, dass ihr alle einfach mal in den Kommentaren so ein bisschen eure Gedanken dazu dalasst und auch eure Wünsche und Vorstellungen. Also was ihr cool findet in dieser Videoreihe, was euch interessieren würde. Vor allen Dingen auch, was für Tipps ihr für mich habt, denn ich habe schon so viele, so gute Tipps von euch bekommen und vieles davon hat mir schon total viel weitergeholfen. Danke auch dafür, dass wir immer so viele Tipps von euch bekommen. Also bei mir geht es vom Themenschwerpunkt her so für mich persönlich hauptsächlich darum, wie man organisierter wird, wie man sein Leben ein bisschen besser sozusagen unter Kontrolle hat und nicht einfach alles nur so vor sich hinläuft und alles schon irgendwie funktioniert, aber man nicht so das Gefühl hat, man hat einen klaren Plan und ein klares Ziel und dann einen genauen Weg dorthin sozusagen. Mir geht es außerdem auch auf jeden Fall darum, dass ich pünktlich werden will. Ich habe das schon mal irgendwo erwähnt auf jeden Fall. Ich bin seit Jahren immer unpünktlich und ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, wo das herkommt, denn meine Eltern sind keine unpünktlichen Menschen, meine Geschwister auch nicht. Und ich habe zwar auch unpünktliche Freunde, aber ich habe mindestens genauso viele pünktliche Freunde. Also ich habe keine Ahnung, wo das herkommt, aber das hat sich, seit ich alleine wohne, also quasi seit Beginn meiner Studienzeit, eingeschlichen und es ist tendenziell eher immer schlimmer geworden. Es gab Phasen, in denen war es auf jeden Fall viel besser, aber jetzt in der letzten Zeit ist es auch wieder nicht so ganz optimal, jedenfalls nicht so, wie ich es gerne hätte. Und vor allen Dingen kommt es zwar auch oft vor, dass ich
pünktlich bin oder zumindest einigermaßen pünktlich bin, aber halt super gestresst. Also ich komme dann nicht entspannt pünktlich zu irgendeinem Termin, sondern ich bin komplett nass geschwitzt, komplett unter Stress, bin im Normalfall meistens noch nicht mal so angezogen, wie ich angezogen sein wollte, habe die Sachen nicht so gepackt, wie ich sie packen wollte. Und das ist was, was mich seit Jahren stört. Das macht mich wirklich wahnsinnig und ich versuche seit Jahren, das zu ändern. Aber ich habe noch nicht den Weg dazu gefunden. Aber ich dachte mir, wenn wir das vielleicht so ein bisschen, wie gesagt, gemeinsam angehen, vielleicht hat ja auch jemand von euch super Tipps. Ich habe zum Beispiel, als ich darüber geredet habe, dass ich gerne ein Morgenmensch wäre, auch super viele Tipps von euch bekommen. Und einige habe ich auch schon umgesetzt. Und bei einigen habe ich sogar das Gefühl, dass sie helfen. Aber auch da bin ich jetzt noch nicht so weit, dass ich sagen kann, wow, ich bin jetzt nach 3 Wochen Ausprobieren auf einmal ein Morgenmensch und jetzt erzähle ich euch allen, wie es geht. Sondern das dauert ja einfach so ein bisschen so eine Zeit, bis man wirklich eine Veränderung feststellen kann und die dann auch so langfristig ist, dass man sich zutraut, das anderen Menschen irgendwie weiter zu vermitteln oder andere Menschen dazu anzuleiten. Was mir außerdem für dieses Jahr auch sehr wichtig ist, ist in meinem Zuhause alles wieder ein bisschen mehr auf die Kette zu kriegen. Ist jetzt nicht so, als würde ich in einem totalen Messi-Haushalt leben, aber es ist nie so wirklich so ordentlich und aufgeräumt und organisiert alles, dass ich problemlos alles finde, was ich suche. Ich bin ständig damit beschäftigt, Sachen zu suchen, weil ich nicht genau weiß, wo ich sie hingetan habe. Und das ärgert mich, denn früher war ich definitiv nicht so. Also ich hatte das bis vor, ich würde sagen, so 2-3 Jahren noch super krass gut auf der Reihe. Ich war da zwar auch kein super ordentlicher Mensch, aber ich hatte zumindest immer alles Wichtige da, wo es sein sollte. Also ich hatte immer alles abgeheftet, immer alles organisiert. Ich wusste immer, wo alle Unterlagen zu finden sind. Ich hatte damit früher überhaupt kein Problem. Und auch da weiß ich nicht genau, wie sich das eingeschlichen hat. Ich glaube einfach so mit zunehmendem Alter hat man so viel mehr so wichtige Unterlagen und Sachen, die man nicht verlieren darf, dass es für mich irgendwann an einem bestimmten Punkt ein bisschen zu viel war und dann habe ich so ein bisschen kapituliert und einfach immer alles irgendwo abgelegt, ohne System. Und jetzt bei meinem Umzug habe ich ja gerade wieder gemerkt, dass das echt problematisch ist. Und jetzt, wo ich hier wohne, habe ich zwar alles irgendwie in Regale gestellt, aber es ist nicht durchsortiert, es ist nicht organisiert, es ist nicht so, dass ich problemlos irgendwas finde. Ich weiß immer so ungefähr, wo ich suchen könnte, aber die meiste Zeit frisst es einfach Zeit und Energie und gute Laune, wenn man dann Zeit damit verbringen muss, irgendwas zu suchen. Also das sind, glaube ich, für mich so die Hauptpunkte in diesem Jahr, die mir wichtig sind und die ich gerne in Angriff nehmen möchte. Es gibt natürlich auch noch ein paar andere Sachen und es gibt auch noch sehr persönliche Sachen, die ich im Laufe dieses Jahres irgendwie ein bisschen besser umsetzen will. Aber falls euch noch zusätzliche Themen ansprechen würden, die euch irgendwie interessieren, dann lasst das super gerne in den Kommentaren da. Wie gesagt, für mich ist jetzt dieses Video echt hauptsächlich einfach nur so als Intro gedacht und als Plattform, um euren Input und eure Ideen mal zu sammeln und um zu gucken, ob es euch interessiert. Falls es euch auch überhaupt nicht interessiert oder ihr euch denkt, boah, solche Videos sind komplette Zeitverschwendung, ich möchte lieber einfach ein Video sehen, wo 5 Tipps aufgelistet sind und das war's dann, dann könnt ihr mich das auch sehr gerne wissen lassen. Also wenn es nicht so viele Leute interessiert, dann ist das jetzt auch nichts, was ich unbedingt online stellen muss. Aber zumindest in meinem Kopf war das eine ganz, ganz coole Sache. Und ich habe mir auch überlegt, dass es für mich vielleicht auch besser ist, wenn ich öfter sozusagen öffentlich darüber berichte, weil man dann ja irgendwie so ein bisschen mehr Accountability hat, also so ein bisschen mehr Rechenschaft ablegen muss. Ich halte übrigens die ganze Zeit meinen Kaffee in der Hand und habe noch keinen Schluck getrunken. Ich glaube, so viel mehr gibt es eigentlich gar nicht zu erzählen. Ich denke, das Video wird nicht allzu lang geworden sein. Ich freue mich auf jeden Fall sehr über euer Feedback und ich denke oder hoffe, dass wir uns dann in ein paar Wochen wiedersehen mit einem Update. Und bis dahin halte ich euch sicherlich irgendwie über Instagram, über Insta-Stories, über die Vlogs so ein bisschen auf dem Laufenden. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao! Drehen ohne Leo ist scheiße. Helly, hello? Genau, das ist